Jawohl, wir sind hier wieder im Breath of the Wild. Um euch ein bisschen Suche zu ersparen, habe ich mir dieses ganze Gebiet mal schon mal offscreen angeschaut, habe immerhin drei Crocs noch finden können. Hier dieser Steinkreis, habe ich den noch reinwerfen können. Dann war hier noch einer, wo man einen Stein einfach hochheben muss. Und ansonsten, ja, ansonsten habe ich mir gedacht, könnten wir uns ja heute mal hier so lang schlängeln. Und mal schauen, was es da so zu sehen gibt. Das, wie gesagt, machen wir dann irgendwann anders auch nochmal. Das gehört nämlich offiziell noch für Mist zum Vulkangebiet dazu. Denn ansonsten wollen wir uns ja mal auch diesen Sumpf mal genauer anschauen. Die haben ja auch schon diesen Schrein entsprechend markiert und von daher, ja, gut. Aber was ich noch gefunden habe, ist ganz da unten eine Schatztruhe, die wir natürlich nicht übersehen dürfen und von daher machen wir sie auch gleich auf. Und was kriegen wir? Okay, 5 Holzpfeile, naja, nichts Spektakuläres, aber immerhin. Gut, ja, ich habe euch, wie gesagt, die Suche einfach ein bisschen erspart, weil das macht einfach wenig Sinn, wenn man da einfach dann nichts weiter bei findet. Dann kann man das auch genauso gut mal selbst durchsuchen, das ganze Gebiet, aber ja, du kannst es mal schön Ruhe lassen, bitte. Weil ich habe jetzt genug gekämpft. Ihr seht es ja. Ich habe nicht mehr so viele Herzen. Und ich glaube, es wird Zeit, tatsächlich mal ein bisschen was aufzufüllen. Das könnte man hier schönes essen. Ja, nehmen wir mal den Pilzspieß. Und noch den Fleischspieß. Haben auf jeden Fall wieder volle Energie. Ja. Dazu brät man sich die Sachen ja auch, weil, naja, was würde man ohne die machen, ne? Die muss man ja auch durchaus nutzen. Soll ja jetzt nicht nur Deko bei uns im Vorrat sein. Das kann man ja auch sinnvoll benutzen. Zum Beispiel nach so einem Kampf. Ja, genau. Was sollte man hier schauen? Naja, gucken, ob wir hier irgendwas finden. Natürlich immer auch Magnetmodul anwenden. Es könnte überall eine Truhe sein. Vor allem Unterwasserfällen, ne? Genau, hab ich es doch gesagt. Es lohnt es immer, ein genaueres Auge zu werfen. So, okay. Dann werden wir mal hier unser Pyromodul ablegen und die Truhe aufmachen. Ja, kommst du mal bitte her? Ja, dazu müssen wir aber selbst ein Stückchen zurück. Was finden wir hier? Okay, das ist wieder nur so dieser blöde Trash. Naja, doof, aber okay. So, alles klar. Okay. Sehr schön. Und was können wir da oben noch erkunden? Ja. Ansonsten nichts mehr Großes. Gut. Ist denn unter dem zweiten Wasserfall auch noch was zu finden? Oder da drüben? Okay, das ist ja offiziell der Weg, ne? Wie man ja unschwer erkennen kann. Okay. Oh! Ja, das sollte eigentlich nicht so passieren, aber okay. Haben wir es mal so gemacht. Ey! Bleibst du gefälligst hier oben mal stehen? Oh. Oh Mann, ey. Okay. Okay, hier ist diesmal nichts zu finden. Schade auch.
So, und hoch. Nein. Ey, was machst du denn? Naja, okay. Ist ein bisschen doof, hier zu laufen, zugegebenermaßen. Aber gut, kann man nichts machen, ne? Und hier ist natürlich auch nichts. Naja. Okay. Was haben wir hier denn? Nothing, 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 nothing. Alles nur karg und trostlos. Was es einfach nicht glauben kann. Heute. Hopp. Her mit den Crocs. Das will er uns einfach nur kriegen. Okay, den Croc haben wir schon gefunden. Und hier, ja. Mir kommt es einfach vor, wie nur so durch die Natur zu streifen. Ne? Man findet einfach nichts Spektakuläres. Und irgendwie, aber komm, um den Turm herum muss doch noch etwas sein. Das kann mir doch niemand erzählen. Ohne Scheiß jetzt. Okay, da haben wir einen Schrein. Ja, dann gucken wir mal unten hin. Weil klar, die Krogmaske macht einen Unterschied, einen gewaltigen Unterschied. Und deswegen macht es immer Sinn, da zu schauen, ne? Oh, naja, nö, 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 du lässt uns in Ruhe. Bitte, 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 bitte. Aber vielleicht können wir hier noch was finden, ne? Mist. Gibt es keine Möglichkeit, hier hochzuklettern? Doch, ne, bestimmt. Nö, dann ist. Ja, was redest du mal von mir selbst, ne? Aber. Ja. Nö, hier ist auch nix. Meine Fresse nochmal. Mein Gott, das kann ich mir einfach so nicht vorstellen. Warum ist hier nix? Ey, jetzt komm. Ich bin ja schon nur noch mit dieser Maske am Herumlaufen, aber... Na gut, fangen wir systematisch an. Ganz von oben. Wow. Bleib hier. Du bist leckeres Wild. Ey, ey, ey. Was wird das? Oh, Schleißwürmchen. Na komm. Zumindest eine können wir einfangen. Na doch, Nis. Oh, weißt du, stattdessen müssen wir uns mit so einem Typen abgeben. Oh mein Gott. Ja, dann komm her. Nö, 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 nö. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ach Mann, ey. Ihr seid aber auch nur nervig, ne? Ohne Witz jetzt. So, okay. Moment. Ist das der Schrein, den es da meinte? Ja, ist er. Ist er. Dass man da nur nicht durcheinander kommt, ne? Okay. Okay, 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 okay. Ja, man muss halt immer nach Auffälligkeiten schauen, ne? Das ist extrem wichtig. Aber hier ist einfach nichts, was jetzt direkt für einen Croc sprechen könnte. Naja, gut. Aber eine Truhe. Naja, ist doch besser als nichts. So.
Na komm her. Ja, mein Gott, wie lange braucht man denn noch, um dich zu besiegen? Oh, jetzt bist du tot. Okay, wunderbar. Aber hier sind viele coole Sachen zu finden. Naja, Elektropfeile, Moblin-Herzen. Was haben wir noch? Bocklin-Hauer. Und ansonsten noch ein Bogen. Naja, okay. Sehr schön. Aber was wir wollen, ist die Truhe. Hallo, hallo. Die brauchen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Ein Hasenschild. Was? Ja, mein Gott, ey. Das ist jetzt aber... Ehrlich jetzt? Ich meine, das ist so ein Schrottding, ne? Ja, weißt du, wir werden uns die Truhe mal markieren, sicherheitshalber, aber weißt du, wenn da nur Trash drin ist, dann werden wir sie nicht öffnen. Ohne Scheiß. Dann hat das doch alles keinen Zweck. So, okay. Aber hier, ganz bestimmt, ne? Gut. Och nö. Ey, was machst du denn, Alter? Wie lang ist deine Lanze denn noch? Also hier wimmelt's ja. Erst von Monstern, ne? Ohne Scheiß jetzt. Lasst mich doch einfach mal alle in Frieden. Ja, und da wartet schon das nächste Monster auf uns. Okay. Hier ist nix. Da auch nix. Okay, hier sind wir beim Ranell-Turm angelangt. Hätten uns auch hier hinporten können, aber... Weißt du, zu faul dafür. Ich verstehe das einfach nicht. Warum ist das alles so... Kark hier. Mensch, um Himmels Willen. Aha. Aha, aha, aha. Hier muss doch was sein. Na, siehst du, immer dranbleiben, umgucken. Und dann findet man jeden Scheiß. Okay, Palmfrüchte, Äpfel. So, was ist das Loch hier? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier nichts ist. Ohne jeden Witz. Ach nee, das ist nur Bestandteil des Turms. Naja, eigentlich müsste die Krogmaske es ja anzeigen, wenn hier ein Krog ist, aber tut sie nicht, ne? Was haben wir hier? Okay. Ist auch nichts Spektakuläres. Wie sieht's denn hier oben aus? Ja, lass uns einfach in Ruhe, bitte. Ah ja. Seht an, seht an, seht an. Da haben wir doch was. Öffnen bitte. Vielen Dank. Und was haben wir in Opal? Naja, schon wieder alter Trash. Aber gut, Truhen zu öffnen gehört zu den 100% dazu, ne? Das kann man wohl nicht anders ausdrücken. Ja. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes zu entdecken? Ja, das machen wir wann anders nochmal, wenn wir uns hier im Feuergebiet nochmal genau umschauen werden. Ich finde das einfach so doof, ne? Es
finde das fast ein bisschen bedauerlich, dass wir uns in der Vergangenheit zu wenig umgeschaut haben. Aber gut, man kann ja auch nicht alles auf einmal finden. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Aber das mit dem Loch, das muss doch eigentlich ein Krog sein, oder? Ich meine, es kann mir das nicht anders erklären. Oder wie sonst? Na, warum sonst ist da ein Loch? Das ist ja die interessante Frage. Naja, es wird sowieso früher oder später noch mehr herausfinden, wenn wir auf der Suche nach den letzten Krogs sind, ne? Also von daher mache ich da jetzt nicht so ein scheiß Gedöns drum. Aber natürlich sollte man die Augen offen halten, um auch wirklich alles zu finden, ne? Was haben wir hier? Ja. Das ist ein schönes Lager. Dann werden wir uns mal hier unten weiter umschauen. Das wäre eigentlich auch ein perfektes Gebiet, um mal Wolflink einzusetzen. Ja, jetzt, ohne Witz. Und wir sind zu weit. Wir wollen hier hin. Aber da lauert nur ein Monster. Okay. Ja, die Sümpfe sind sowieso unser nächstes großes Ziel. Auch was hier so alles zu entdecken ist. Oder was es hier zu entdecken gibt, besser gesagt. Naja, das können wir heute noch anfangen und dann entsprechend fertigstellen. So, hier gab es auch immer Truhen. Mein Gott, jetzt lass mich einfach mal in Ruhe, ne? Ey! Wer schießt da mal auf uns? Junge, jetzt lass das mal sein, ne? Öl! Und da habe ich eine Truhe entdeckt. So, Schluss jetzt. Gut. Ist die magnetisch? Ja, ist sie. Perfekto. Was haben wir hier drin? Ja, schon wieder ein Opal. Mein Gott. Es kann ja auch erstens mal ein bisschen verschiedene Dinge geben. Es muss immer das Gleiche drin sein. Jedes Mal. Das ist doch irgendwann so langweilig. Ohne jeden Scheiß jetzt. Naja, okay. Auf der anderen Seite, ich glaube fast, man könnte den Wolflink-Amiibo mehr so... Wir können ihn ja beim nächsten Mal ja mal aktivieren. Und dann mal schauen, was passiert. Denn ich würde sagen, da wir ja im letzten Part ein bisschen länger gemacht haben, werden wir in diesem Part dafür ein bisschen früher Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ja. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr mich abonniert. Ich sage an der Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.